هذا راح نروح جينا ان شاء الله فرقه خلفاء الراشدين المدائح النوويه. فليتفضل مشكورا. I don't know.
صلى الله وسلم عليه. إخوة الكرام، الآن مرة ثانية الأولاد يقرؤون قصيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Heute erzähle ich euch über die Geburt unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kleine Schüler und Hase Asche Sheikh Abdullah. Allah, der Erhabene, bestimmt im Ewigen, dass Amina die Mutter seines auserwählten Propheten sein sollte. Seiner Mutter wurde im Traum gesagt: Du bist schwanger mit dem Besten aller Geschöpfe. Und wenn du ihn gebärst, so nenne ihn Muhammad. Denn diejenigen, die ihm folgen, werden Gott dankbar sein. Der Monat seiner Geburt war Rabiul Awwal. Der verlässliche Tag seiner Geburt ist der 12. des erwähnten Monats. Der Wochentag seiner Geburt ist jedoch zweifellos der Montag. Imam Muslim überliefert über Abi Qatar al-Ansari, möge Gott ihm gnädig sein, dass der Gesandte Gottes über das Fasten am Montag befragt wurde. Daraufhin sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Dalik yom wulidtu fih wa unzila alayhi fih. Die Bedeutung lautet: Am Montag wurde ich geboren und an jenem Tag erhielt ich die Offenbarung. Das Jahr seiner Geburt war das Jahr des Elefanten. Ibn Abd al-Bari sagte diesbezüglich, er wurde einen Monat nach dem Ereignis mit dem Elefanten geboren. Nach einer anderen Aussage 40 Tage und nach einer dritten Aussage 50 Tage danach. Was den Ort seiner Geburt betrifft, so ist das Richtige die edle Stadt Makka. Am Ort Zuqalayl. Heute kennt man diesen Ort unter dem Namen Mahallat Mawlid. Es wird überliefert, dass Amina, als sie mit dem Propheten schwanger war, sagte: Ich spürte nicht, dass ich schwanger war, und ich empfand nicht die Schwere, die sonst die Schwangeren empfinden, außer das Wegbleiben der Menstruation. Es kam ein Engel zu mir, während ich mich in einem Zustand zwischen Schlaf und Wachsein befand, und sagte: Hast du gespürt, dass du schwanger geworden bist? Mir war, als hätte ich gesagt: Ich weiß es nicht. Daraufhin sagte der Engel: Du bist schwanger mit dem Besten aller Geschöpfe und dem Propheten dieser Gemeinschaft. Amina sagte: Und das verschaffte mir die Gewissheit über meine Schwangerschaft. Und als die Zeit seiner Niederkunft nahte, kam jener wieder zu mir und sagte: Sag, ich suche beim Einzigen und Bedürfnislosen den Schutz für ihn vor dem Neid. Als der Monat Rabiul Awwal begann und die 12. Nacht dieses Monats eintrat, war es dies die Nacht zum Montag, eine sternklare Nacht, die mondhell war. Verließen Abdul Muttalib und seine Söhne das Haus, und die kamen zum Kreisen. Aus Angst um Amina schloss Abdul Muttalib die Tür ihres Hauses ab. Amina sagte: Weder Frau noch Mann waren bei mir geblieben. Ich war alleine. Plötzlich bemerkte ich eine Bewegung zwischen Himmel und Erde und sah einen Engel, der drei Fahnen in seiner Hand hielt. Die erste breitete er über den Osten aus, den zweiten über den Westen und den dritten über die Kaaba. O Herr, der die Geschöpfe aus dem Nichts ins Dasein erschaffen hat, erhöhe den Rang desjenigen, dessen Liebe Pflicht ist. Als Amina den Gesandten Gottes zur Welt brachte, eilten drei Engel herbei. Der erste hatte eine goldene Schüssel bei sich, der zweite einen goldenen Krug und der dritte einen Tuch aus grünem, feinem Seidenrock. Sie badeten ihn in auserlesenem Wasser. Der Gesandte Gottes, sallallahu alaihi wasallam, wurde mit schönen Augen abgenabelt und beschnitten geboren. Imam Ahmed al-Bayhaq und al-Tayalisi überlieferten über Al-Imama, dass dieser sagte, der Prophet wurde gefragt, was sind die Zeichen, die auf dich hingewiesen sind. Der Prophet antwortete: Da'ud ibn Ibrahim wa Bushra Isa ibn Maryam wa ra'at ummi annahu kharaj minha nurun ada'at lahu qusur al-sham. Die Bedeutung lautet: Das Bittgebet meines Urvaters Ibrahim und die frohe Botschaft des Propheten Isa, der Sohn von Maryam, und dass meine Mutter sah, als wäre ein Licht aus ihr hervorgekommen, das die Schlösser der Schamregion Libanon, Palästina und Jordanien sehen ließ. Die Aussage des Propheten Muhammad, das Bittgebet meines Urvaters Ibrahim, bedeutet, dass der Prophet Abraham, als er die Kaaba baute, Gott darum bat, indem er Folgendes sagte: Rabbana wab'as fihim rasulam minhum yatlu alayhim ayatik wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikma wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Die Bedeutung lautet:
Der Prophet Ibrahim sagte, unser Herr schicke aus deren Nachkommen einen Gesandten aus ihrer Mitte, der ihnen deine offenbarte Verse vorliest und ihnen das heilige Buch und die Weisheit lehrt und sie läutert. Wahrlich, du bist der Allmächtige und Allweisende. So erfüllte Gott der alles Erhabene das Bittgebet des Propheten Ibrahim bezüglich unserem Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Und ließ ihn den Gesandten sein, mit der Prophet Ibrahim gebetet hatte. Die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bedeutet und die frühe Botschaft des Propheten Isa, der Sohn von Mariam, betrifft, so hat der Prophet Jesus seinem Volk die frühe Botschaft über die Gesandtschaft des Propheten Muhammad verkündet, wie es aus dem edlen Koran hervorgeht. Allah, der über alles Erhabene sagt in der Sura As-Saf, Vers 6, die Bedeutung lautet, meine Mutter sah bei meiner Geburt ein erhellendes Licht, das die Schlösser der Stadt Bushra sehen ließ. Die Mutter des Propheten Muhammad sah durch dieses Licht, welches aus ihren vorging, die Schlösser der Stadt Bushra mit ihren eigenen Augen. Wäre sie keine Gläubige gewesen, hätte sie diese Kraft nicht erhalten. Dieser Hadith wurde von Imam Ibn Hajar in seinem Werk Al-Amali überliefert und ist als gut eingestuft. Und so sagen wir, wie Imam Ibn Hanifa es gesagt hat, die Eltern des Propheten Muhammad sind nicht als Missgläubige gestorben. Was ist dagegen einzuwenden, dass sie durch Eingebung den Glauben an Allah erhalten haben und als Gläubige gelebt haben und keine Götzen angebetet haben? Dagegen ist nichts einzuwenden. Zusammenfassend lässt es sich sagen, dass die Nacht seiner Geburt eine besondere, großartige und gesegnete Nacht ist, in der Allah der Erhabene dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Licht der Welten erblicken ließ, indem seine Mutter ihn in dieser edlen Nacht zur Welt brachte. Amina war eine fromme und reine Frau, die frei von Unzucht war. Bei seiner Geburt traten vorzügliche, gute und gesegnete Zeichen auf, die den Verstand und die Augen überwältigten. Zahlreiche Überlieferungen und Erzählungen legen darüber Zeugnis ab und wurden bis in unsere Zeit überliefert. Alles Dank und Lob gebühren dir, O Allah, dass du Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesandt hast. Und wir bitten dich, uns seine Sicht und Traum sehen zu lassen, ihn zu besuchen, seine Fürbitte zu erhalten und lass dieses gesegnete Ereignis mit gutem Zuversicht und Segen auch nächstes Jahr wiederkehren lassen. Inshallah. Das Wunder. Als die Zeit der Niederkunft sich näherte, wurde in den Himmel und auf der Erde in die liebenden Harten große Sehnsucht nach dem Propheten. Die Erde wurde mit schönen Pflanzen bedeckt, nachdem sie unfruchtbar war, und die Dschinn reiften heran. Und die Bäume entfalteten ihre Pracht. Und die Dschinn verkündeten seine näher kommende Zeit. Wissen ist das Leben des Islam. Und jetzt erzählen ich und meine Mitschülerinnen und Mitschüler eine Nashida.